In wenigen Minuten beginnt in Glasgow das Endspiel um den Europapokal. Ich könnte die ganze Welt umarmen, noch im Nachhinein. Die Real Madrid? Boah, das war schon eine gute Mannschaft. The Match of the Century, das Jahrhundertspiel. Die Stefano de Puskas der Pinto. Trento, man sagt, er sei der schnellste Linksaußen der Welt. Von meiner Oma noch Erzählungen, dass das Spiel damals schon die Massen elektrisiert hat. Ich habe auch die Eintracht mit ihren vergangenen Idolen, mit ihren Legenden umgeht, finde ich fantastisch. Wie wir da im Stadion gesessen haben, da hat es gekribbelt. Da war was. Es hat wahrhaft etwas von einer Abenteuerreise. Aus Frankfurt ins schottische Glasgow im Mai 1960. In Berlin steht die Mauer noch nicht. Amerika wartet auf seinen Präsidenten John F. Kennedy. Liverpool erlebt das erste Konzert der Beatles. Und die Eintracht ist deutscher Fußballmeister mit Egon Loy im Tor. Wenn man erkannt worden ist, ah, und Sie sind der und der, also wir waren doch deutscher Meister, ja, und so. Das schon, ja, aber ich bin dann, am Dienstag bin ich dann wieder früh um 8:30 im Geschäft gewesen. Helden nach Feierabend, Urlaub genommen, um das Champions-League-Finale zu spielen, wie man heute sagen würde. Bis 16 Uhr bei der Metallgesellschaft am Opernplatz. Und dann Europapokalglanz in der Freizeit. Die haben also ihren Beruf weitergeführt und die Bescheidenheit, die trotz einer Finalbegegnung dann doch geblieben ist. Spielmacher und Kapitän Alfred Pfaff ist Gastronom und vor allem eines, herrlich normal. Da bin ich immer hingelaufen, ne, zu Kress und Don Alfredo, der hatte ja seine Kneipe da im Parkhaus Hauptwache, ne, und habe mir dann eben Autogramme geholt. Und zum Richard Kress, der saß, war da mit seinem weißen Kittel in der Drogerie im Oederweg, da bin ich dann auch hin. Der Torjäger hatte ein Spiel- und Tabakwarengeschäft. Erwin Stein, der Mittelstürmer, schoss im legendären Endspiel des Europapokals der Landesmeister am 18. Mai 1960 in Glasgow 2 der 3 Tore bei der ehrenwert 3:7 Niederlage gegen den dann fünfmaligen Cupsieger Real Madrid vor 127.000 Zuschauern im Glasgower Hampden Park. In wenigen Minuten beginnt in Glasgow das Endspiel um den Europapokal. Ja, das war eine schöne Zeit. Don Alfredo und Alfredo Di Stefano. Hey, das waren Superstars. Wer hat die Toren geschossen? Jetzt bin ich überheblich. Der Stein war es natürlich wieder, gell. Und ich habe Toren geschossen, man kann sagen, am Fließband, gell. Seine legendärste Tat ist jedoch diese Flanke aus der 18. Spielminute. Ich habe auch die Vorlage gegeben zum dritten Tor. Und da hätte ich mir im Nachhinein, der Richard wird mir nicht böse sein da oben. Und da hätte ich mir das dritte Tor eigentlich für mich auch noch gegönnt. Aber es war halt nicht. Der Richard hat es gemacht und da bin ich auch froh drum. Die Eintracht in Führung gegen diese Weltauswahl. Torwart Egon Loy, wie für die Keeper damals üblich, ganz in Schwarz im Flugeinsatz gegen das weiße Ballett. Wir haben auch die erste Viertelstunde mal ganz gut mitgehalten. Wir haben sogar 1:0 geführt. Da habe ich bei mir gedacht, okay, jetzt müsste es zu Ende sein. Aber es war halt etwas zu früh gewesen. Ne? Und die haben uns dann also ausgespielt nach Strich und Faden. Also
So wie heute die Reiseeintracht. Fußball verbindet Menschen. Die Mannschaft wohnt 45 Minuten von Glasgow entfernt im 11.000 Einwohnerstädtchen Laax. Inzwischen besuchen wir die Frankfurter Eintracht bei ihrem letzten Training in Laax. Es wird nicht mehr hart trainiert. Nur leichte Ballarbeit steht am Vortag des großen Spiels auf dem Programm. Der Firth of Clyde, ein Meeresarm an der Westküste Schottlands, und dieses Märchenschloss von Hotel sind die Panoramablickfänge im Finalquartier. Bilder gefilmt vom Frankfurter Kinderarzt und Eintracht-Fan Dr. Höhler, Schätze von Privataufnahmen zu historischer Stunde. The Match of the Century, also das Jahrhundertspiel als solches, weil es so toll war und die Welt war begeistert, also Europa war begeistert von diesem Endspiel. Der Trainer, historisch damals, allein schon deshalb, weil Paul Oswald dreimal die Eintracht und zweimal den Erzrivalen der Offenbacher Kickers gecoacht hat. Ein charismatischer Typ mit Herz. Ich hatte mal Grippe gehabt. Ja, dann kam er morgens und hat Tee mir gebracht in die Wohnung. So war das damals noch. Golf ist seinerzeit eine mondäne Extravaganz, die keiner der Kicker kannte. Für den liebenswerten Coach ein Teambuilding, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Paul Oswald war ein guter Psychologe, war er gewesen. Keiner konnte Golf spielen. Der erste gekloppt, lag im Wasser. Und so ging das. Und dann kam der Trainer wieder her und da hat er eine Weile geguckt. Platsch, ein Ball nach dem anderen. Alles ins Wasser. Hat er gesagt, komm, ich zeige euch mal, wie das geht. Also er stellt sich hin, nimmt den Ball und kloppt, bupp, ins Wasser. Dass wir uns dann natürlich dann gegenseitig also verlacht und gemacht. Und der Paul, der Trainer, hat das mitgemacht. Gell? Ich weiß, von der Mannschaft weiß bis heute noch keiner, hat er es mit Absicht reingemacht, damit wir, das festigt ja sowas. Gell? Die Schotten sind Eintracht-Fans, trotz oder gerade wegen der 6:1 und 6:3 Spektakel der Oswald-Jungs gegen die Rangers im Halbfinale. Der hat uns heiß gemacht. Wir sind dann raus und hatte solche Muskeln, aber das hat nicht lange angehalten. Santa Maria di Stefano Dominguez, Trainer Munio, Vidal und mit Sonnenbrille Puskás. Jeder Realspieler wie die größte Herausforderung eines Fußballerlebens, auch für Verteidiger Friedel Lutz. Da ich ein schneller Fußballer war, hat man mich gegen Gendo gestellt. Ne? Und da ist mir im Spiel einmal davor gelaufen und hat ein promptes Tor gemacht. Gendo hat für so viel Verwirrung gesorgt. Die Torschützen verschwimmen. Puskás und Di Stefano treffen. Wir wussten auch verhältnismäßig wenig über Real Madrid. Wir haben gewusst, wer da alles spielt. Da waren ein paar Südamerikaner, die Stefano, der Puskás, der Gento, der Zacharias und der Dominguez. Also das waren ja alle Spieler. Erstmal waren die alle älter als wir. Und es waren ausgebuffte Profis. Superstars aus Spanien, Argentinien, Ungarn. Puskás, der hat unerschrieben und Richard hat sich schnell den Ball geschnappt. Mit dem Autogramm des Gegenspielers Renato und Erwin Stein, ehrfurchtsvoll, bis heute. Auf einmal war der Stein überall bekannt. Am Bahnhof, aus dem Zug raus. Er war das nicht so gewöhnt. Am Finaltag reisen auch die Spielerfrauen an. Jahrzehnte danach noch hielten die Freundschaften fürs Leben, die ihnen der Fußball geschenkt hat. Die Leute so drumherum, die ganz nah dabei waren, die haben sich auch mal um die Frauen gekümmert. Die haben gesagt, wenn die Mannschaft unterwegs war, ach, hört mal, wir gehen heute Abend nach Sachsenhausen, wollt ihr mitgehen und so. Die haben uns öfters aber mitgenommen. Ja, das war so. Umso gnadenloser die Gegenspieler im Finale. Eingebrochen auf Puskás. Es must be number three in Italy. Ja, der war auch in Weltklasse, war der. Ja? Und da haben sie schon in Frankfurt immer gemacht, oh Friedel, da musst du Acht geben.
am besten du nimmst die Schuhe in den Arm und läufst ihn her. So ungefähr ist halt gespottet worden, ja. Nee, aber das war schon ein guter Mann. Das Wetter in Schottland ist trocken und sommerlich warm. Ideales Fußballwetter. Die Europa-League-Reisen der letzten Jahre haben die Eintracht und ihre Fans legendär gemacht. Begonnen hat alles 1960 in Schottland. Eintracht-Sammlerlegende Doc Herrmann spürt ihn heute noch, den Geist von Glasgow. Die Rechnung vom Reisebüro für den Flug, ich glaube 265 Mark, ne? Das war schon finanziell zu der Zeit sicherlich ein ganz schöner Brocken. Ne? 250 Mark, ne? Das war viel Geld. So viel haben ja die Lizenzspieler im Monat verdient. Das müssen wir schon überlegen. Ne? Zurück nach Laax, 263, Schauplatz einer historischen Schlacht zwischen Wikingern und Bravehearts. Für die Eintracht ein Ort, der in rauer Seeluft die Fußballerseele umspült. Zusammenhalt, Leidenschaft, Teamvertrauen. Dieses Finale hat auf ewig diesen Eintrachtgeist geprägt. Ein Spieler mit dem Adler auf der Brust glaubt an die Sensation und spielt offensiv. Ein Vermächtnis bis heute, trotz 7:3, das war auch für die damalige Zeit so Usus, ja, viele Tore, viel Offensive. Und ja, das habe ich mitbekommen, dass das natürlich ein absolutes Highlight-Spiel war auch in der Geschichte der Eintracht. Und ja, jetzt, was haben wir dann 62 Jahre später, treffen wieder auf Real Madrid, wieder in einem Endspiel, zwar nicht der Landesmeister, aber im Supercup. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir das Ergebnis umdrehen können. It is a penalty. And it's Ferenc Puskas going to take it. 4-1. Ein Schotte aus Hessen, dieser Eintracht-Fan, ist ganz besonders mit dem historischen Finale verbunden. Ich war 5 Jahre alt. Ja, ich habe eine Karte für den Spielen gehabt. Mein Vater war Linienrichter, aber ich war leider krank. Ich hatte Windpocken. So, ja, ich habe das Spiel nicht gesehen. Mein Onkel hat den Karte genommen. Das Schiedsrichtergespann gibt in der 56. Minute einen Elfmeter, der wahrlich keiner war. Die Eintracht war dran am Anschlusstor. Man hatte sogar eine ganz kleine Chance gehabt zu Beginn vom Spiel, aber wir waren so motiviert, dass mir vielleicht, also wie gesagt, das steht in den Sternen, gell? Man kann viel babbeln. Ja, aber gegen Real Madrid zu spielen, das war schon ein Traum, war das schon, gell? Fehlentscheidung mit dem Vater eines heutigen Eintracht-Fans, längst verziehen. Der renommierte Sportjournalist Hartmut Scherzer hat einen seiner ersten Einsätze zu historischer Stunde. In der Frankfurter Redaktion sammelt er englischsprachige Meldungen eines Spiels, das nicht live im Fernsehen läuft. Eine Medienwelt vom Hörensagen. Schlag für Schlag kamen also die Meldungen aus Glasgow. Und da dort ja 10 Tore gefallen sind, ging das auch Schlag auf Schlag. Ja? Und die Mitteilungen, die ich also bekam aus dem Ticker, dass es also ein sensationelles Spiel sein musste, wo so viele Tore fallen. Die Eintracht-Spieler fühlen sich nie vorgeführt. Sie sind Teil eines bis heute unerreichten Endspiels und immer noch voll aufrichtiger Bewunderung. Wenn man heute sagt, ja, das hätten wir gewinnen können. Nein, nein, also wir haben 3 Tore geschossen. Wenn wir 5 geschossen hätten, dann hätten die 8 oder 9 noch geschossen. Also die waren unwahrscheinlich, denn die Stefano, den haben wir nur immer von hinten gesehen. Also Puskas, also das ist toll, wie die Jungs gespielt haben. Real Madrid spielt Fußball von einem anderen Stern. Der Zeit weit voraus. Früher hieß es mal, stoppen, schauen, spielen.
Das geht nicht mehr. Man muss heute schon, wenn der Ball kommt, muss man schon wissen, wo man ihn abspielen muss. Und alles, das Spiel ist schneller geworden, das Tempo ist höher geworden. Glasgow, nicht nur Bühne für die Galaktischen aus Madrid. In Schottland lieben sie den Fußball und irgendwie holt sich die Eintracht ein Stück Fankultur aus dem Hampden Park nach Frankfurt. Hampden Roar, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Und zwar, da fängt einer fängt an und brummelt da irgendwo und daneben, der macht dann den hier. Und dann sind es auf einmal schon zwei, dann sind es 20, 100 und so weiter. Und das ist ein, das Stadion steht ja mitten in der Stadt. Und um das Stadion drum sind Häuser, vielleicht so, vielleicht, wenn ich recht bin, sind vielleicht 10 Stockwerke hoch, aber nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und der Schall vom Stadion, der geht gegen die Häuser und kommt zurück. Und das muss man erlebt haben, gell? Wer nicht dabei war und die Eintracht liebt, übernimmt das Finale gegen Real in sein Fußballerherz. Eintracht-Kapitän Sebastian Rode weiß als Hessenbub, was diese Mannschaft geleistet hat. Ich habe immer noch davon gesprochen, gerade im Verein, aber auch von meiner Oma noch Erzählungen, dass das Spiel hier präsent war und das Spiel damals schon die Massen elektrisiert hat oder die meisten vom Radio im Fernsehen verfolgt haben. Und jetzt spielen wir wieder in einem Pflichtspiel gegen Real Madrid. Es hat sehr, sehr lange gedauert und wollen natürlich dann da auch den Titel holen. Eintracht-Präsident damals Rudi Kramlich, Ex-Nationalspieler und Macher. 2020 erkennt ihm der Verein posthum die Ehrenpräsidentschaft wegen seiner Nazi-Vergangenheit ab. Die Spottprämie von 3000 Mark hatte die Mannschaft dem Präsidenten Kramlich nach 10 Verhandlungen für das Erreichen des Glasgower Finales abgerungen. Also die haben Taschengelder gekriegt für ihre Leistungen, ne? Und 3000 Mark, da lacht sich heute jeder kaputt. Die werden erreichen das Endspiel der Champions League sozusagen und kriegen eine Prämie von 3000 Mark. Das ist ein Witz gewesen. Eine andere Zeit. Stars und Fans begegnen sich wirklich, wie du und ich. Erwin, ich habe neben dir gestanden. Vor dem Spiel noch, wo ihr noch trainiert habt, und da habe ich auf der Toilette neben dir gestanden und ich hatte einen Hunger gehabt und da habe ich Wasser getrunken. Und da habe ich gesagt, sag mal, du Doofkopf, warum hast du mir nichts gesagt, da hätte ich dir doch Geld, das hättest du mir ja später wiedergeben können. Aber da haben wir uns doch noch nicht so gut gekannt. Unbezahlbar ohnehin, was Erwin Stein in diesem Finale erlebt. 2 Tore an allen 3 Treffern beteiligt. Historisch der Frankfurter Bub aus dem Stadtteil Griesheim. Wie viele seiner Mitspieler hat er keine Lobby bei Bundestrainer Sepp Herberger und in der Nationalmannschaft. Glasgow nimmt ihnen keiner. Ein Fassungsvermögen unwahrscheinlich, über 100.000, ne? Und da hat natürlich die Musik gespielt, gell? Und ich hatte immer starke Nerven gehabt, gell? So, und das schätzt im negativen Sinn meine Frau nicht so sehr. Ah, der Richard, der Große. Und der Ball. Ja, der große Richard. Ja, ja. Ist bei Di Stefano und hat sich ein Autogramm geholt. Familie, Beruf und Leistungssport am Limit ohne Rundumbetreuung. Eher nach dem Motto, ein Eintrachtler kennt keinen Schmerz. Die Knieoperation damals, lieber Gott, also kann mich erinnern, ich hatte einen Gips von oben bis unten ein paar Wochen. Und dann waren die Haare, die sind gewachsen und die waren dann an den Gips angeklebt. Und lieber Gott, was man da alles gemacht hat zu dieser Zeit, wenn ich dran denke, da hat man so Rindfleisch, hohes Rindfleisch genommen, aufs Knie gelegt, Binde drum, 2 Tage lang dran. Es hat gemuffelt bis dort hinaus, aber es hat alles nichts genützt. Dafür sind die Helden von damals Freunde fürs Leben. Gemeinsame Urlaube, auf ewig verbundene Familien und natürlich der Mythos des schönsten 3:7 der Welt. Oh,
Zumindest in Frankfurt sind sie, auch wenn die Bezeichnung nicht passt, Promis geblieben. Generationen von Söhnen und Enkeln hörten bei Spielen der Traditionself, die aus dem Finale von 60 waren echte Helden. Ich glaube, wir haben da die bessere Zeit. Es war nicht dieses rücksichtslose Geldverdienen oder diese Konkurrenz, wie es heute ist. Mit dem Abpfiff wird klar, dieses Finale ist eines für die Ewigkeit, verbindet die Spieler auf Jahrzehnte. Boah, das war schon eine gute Mannschaft. Ja. Aber die haben auch gut verdient in Spanien damals. Ne? Und die kamen auch dann so abends zum Bankett. Ist ja klar, dass die als Sieger auch da waren. Und da kam es dann zu Trikottausch und Bembeltausch und was weiß ich, was er noch alles gewahrt hat. Ne? Und da hatte man auch, zu denen hatte man ein gutes Verhältnis. Nach dem 18. Mai 1960 ist die Welt von Eintracht Frankfurt eine andere. Den Geist von Glasgow nehmen sie mit, bis heute. Wenn man Fußball liebt, möchte man spielen. Mit der Mannschaft zusammen sein, kämpfen und ja, Erfolg haben. Niederlagen gehört auch dazu. Und wir sind ja immer hier noch im Stadion. Wir haben ja eine Dauerkarte und sind immer hier und sehen die Spiele hier und sind jetzt auch stolz auf unsere Eintracht, wie sie jetzt spielt. Sie haben keinen Titel aus Glasgow mitgebracht, doch für einen Ehrenplatz unter den großen Clubs. Aus dieser wunderbaren Begegnung mit Real Madrid. Ich weiß nicht, wie viele Titel da rumlaufen. Haben wahrscheinlich alle Eintracht-Spieler in der gesamten Geschichte der Eintracht zusammen nicht, wie diese Mannschaft. Und das zeigt einfach, wie großartiger Club es ist. Und trotzdem ist für uns ganz klar, wir wollen dort gewinnen, so wie wir auch gegen Barcelona, das ein ähnlicher großer Club ist und ähnliche Strahlkraft hat, wollen wir uns nicht verstecken. Diese weltoffene Eintracht mit klarer Haltung, sie hat ihre Ursprünge ganz bestimmt auch in Glasgow. Von der Jugend bis zum Alter Eintrachtler gewesen und geblieben. Eine Traumreise. Angekommen und doch ewig unterwegs. Im Herzen Europas. Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Der Egon Loy im Tor. Eigenbrot, Höfer, Lutz, Hans Weilbecher, Stinker, auf rechts Gress, Lindner, Stein, Pfaff und Furtlichtmeier, der Erich Meier. Wir waren glücklich alle. Glücklich einfach.